mit minus 15 Grad. Normalerweise stecken unsere Gipfel bei einem Orkan in den grauen Wolken. Friederike war da anders. Diese Mischung aus Schnee, Wind und Sonne auf dem Fichtelberg war also absolut ungewöhnlich. So haben auch wir das nur ganz selten gesehen. Höchsten Windgeschwindigkeiten mit dem größten Zerstörungspotenzial drohen in einem Streifen vom Nordwesten bis in den Osten. Da sind orkanartige Böen drin. In den Bergen Orkanböen. Weiter südlich fegt uns der Wind meist mit Sturmböen um die Nase. Aktuell ist bereits die Westhälfte Deutschlands betroffen. Im Osten kommt der Sturm heute Nachmittag an. Weniger hat der Deutsche Wetterdienst Unwetterwarnungen herausgegeben für den Brocken. Heute Morgen sogar mal Warnungen vor extremen Unwetter. Wir gucken uns mal die Karte mit dem Europadruck für heute an. Und da sehen wir, dass das Orkantief, Friederike heißt es ja, mit seinem Kern über Norddeutschland zieht. Sein Hauptwindfeld mit den kräftigsten Böen befindet sich an seiner südlichen Seite. Und heute Nacht lässt dann der Wind aber Druck für heute an. Und da sehen wir, dass das Orkantief, Friederike heißt es ja, mit seinem Kern über Norddeutschland zieht. In diesem Satellitenfilm sehen wir ein großes Gebiet mit seltsam feststehenden Wolken. So kann man unter anderem hier und hier Wellen und Rippen erkennen, die fest an ihrem Platz bleiben, ganz wie festgehalten. Oder gerade hier produziert? Von unten betrachtet sieht das Ganze dann so aus. Die Wolkenbänder weichen nicht von der Stelle. Mehr noch, man kann die Welle förmlich sehen, die in dieses Bild passen würde. Mit einem Kongresszusatz zum Haushaltsjahr 1990. Der Kongress beauftragte damit das Verteidigungsministerium, Möglichkeiten auszuloten, die Aurora-Regionen für die Verbesserung von Kommunikation, Navigation und zivile Zwecke zu nutzen. Von daher kam der Auftrag, dass Navy und Air Force das Programm verwalten sollten. Es sind Leute aus diesen beiden Organisationen, die während der letzten 7 Jahre zusammengearbeitet haben. Zu den Anwendungen, die ich in den Patenten diskutierte, gehörten Raketenabwehr, Fernmeldesteuerung, die Möglichkeit der Wetterbeeinflussung und schließlich die Möglichkeit, einen Teil der oberen Atmosphäre weiter hinaus in den Weltraum zu heben, um dadurch Raketenflugbahnen abzulenken. Wenn wir Radiofrequenzen hinauf in die Ionosphäre strahlen, beschleunigen die Strahlen die subatomaren Partikel in den atmosphärischen Molekülen, wodurch sich die Moleküle erhitzen. So kann man ihre Temperatur auf etwa 1600 Grad steigern. Wenn es nun um Wolkenformationen geht in Wellenform, die sich nur auf einen schmalen Streifen erstrecken, dann spricht sehr vieles dafür, dass es genau solche Anlagen sind, wie zum Beispiel HAARP in Gakone, Alaska, IceCat in Norwegen oder eben auch russische, indische, chinesische Anlagen. Und dann gibt es immer wieder jene Leute, die sagen, nein, es könne keine Langwelle von solchen Anlagen produziert werden. Auf diesem HAARP-Induktometer sieht man doch sehr deutlich links die Frequenz, die Herzzahl. Ja, und das fängt bei 0 an und geht bis 5 rauf, also 5 Hertz. Das ist niederfrequent und entspricht ungefähr der Wellenlänge oder der Amplitude, wie sie in diesen Wellenwolken zu sehen ist. Besonders auffällig ist natürlich, wenn zwei verschiedene Wellenformationen in den Wolken zu erkennen sind, die Amplituden haben von unterschiedlicher Länge, wie hier auf diesem Bild zu sehen.
Mit solchen Anlagen wie HAARP und IceCat ist man nicht angewiesen darauf, dass man jetzt irgendwie nahe dem Ort, wo man Anwendung anbringen will, diese Anlagen aufbaut. Diese sind in der Lage, um den ganzen Erdball aktiv zu werden. Es werden aus unterschiedlichen Winkeln Signale dann eben gesandt und im Interferenzbereich kommt die Wirkung zustande. Die Langwelle hat die Eigenschaft, hervorragend um den ganzen Erdball gesandt zu werden und sie dient als Trägerfrequenz, auf die dann andere wirksame Frequenzen, also Mikrowelle oder sonstiges, aufmoduliert werden. Hier gibt es so viele Anwendungsmöglichkeiten, dass theoretisch mehrere Anwendungszwecke gleichermaßen verfolgt werden können mit ein und derselben Trägerfrequenz. Weather as a force multiplier owning the weather in 2025. Dieses Konzept wurde bereits 1997 vorgestellt von einem Colonel der Luftwaffe der USA. Und in diesem PDF ist schon von den Ionosphärenschilden die Rede, also von Spiegeln, die man da etablieren will, mittels Ionosphärenheater. HAARP wird auch als ionosphärischer Erhitzer beschrieben, von den Betreibern der Anlage. Übrigens steht hier auch unter Communications Dominance via Ionospheric Modification, dass bereits die Sowjets in den 70ern oder Mitte der 70er genau diese ionosphärischen Spiegel herstellen konnten mit ihren Anlagen. Und dass diese Forschung noch lange nicht abgeschlossen ist, zeigt ein Artikel aus dem Februar 2013, wo es heißt, dass man die dichtesten Ionosphärenspiegel herstellen konnte durch eine Plasmaerzeugung in der Ionosphäre. Und diese habe dann ganz besondere Eigenschaften bezüglich der Weiterleitung von Hochfrequenzsignalen. Am Rande sei erwähnt, dass es natürlich nicht in Ordnung ist, mehrere tausend Grad heißes Plasma in irgendwelchen kalten Luftschichten zu erzeugen. Das wird schon seine Auswirkung haben. Das ist übrigens ein Bereich der Space Weather Modification. In Berlin findet gerade eine Konferenz zum Thema statt. Die meisten deutschen Klimaforscher sehen Geoengineering als politisch ohnehin kaum durchsetzbar, technisch zu komplex und potenziell hochriskant an. Doch erste Kosten-Nutzen-Rechnungen liefern teils überraschende Ergebnisse. Erhofft haben wir uns immer so ein bisschen, dass wir irgendwo was sagen können, dass wir klar sagen können, diese Nebenwirkungen sind so groß, wir können das nicht verantworten. Aber das sieht man in den Modellergebnissen so eben nicht. Dass wir dieses starke Argument, dass unser persönliches Gefühl, wir sind eigentlich gegen Geoengineering, bestärken würde, das ist eben etwas, was wir so in den Modellergebnissen tatsächlich nicht sehen können. Egal wie die Debatte ausgeht, solares Geoengineering dürfte, wenn überhaupt, erst in Jahrzehnten einsetzbar sein.
today is Monday, March the 30th, 2015. This is what the sky looks like. Never seen it in my life. That is, it looks almost like, I don't even know how to explain it. All right.